What's up, Party People? Willkommen zur SML Spieltag 6. Spieltag 6. Season 6, Spieltag 2. Und ihr hört Wie stehen schon, wir Adam ist denn? wieder dabei. Spieltag 6? Wie viel spielen wir denn Stehen wir da? 5? Ich glaube, wir stehen 1, 4. 1-0 am 6. Spieltag. Jetzt war was ziemlich knapper Kampf. Da haben wir 1-0 gewonnen, während Adrian nicht dabei war. Jetzt ist er wieder dabei. Hallo. Wir haben dich alle sehr vermisst. Jetzt wird es nicht mehr knapp, sondern jetzt verlieren wir wieder. Geil. So, und wir stellen jetzt kurz das Team vor, bevor der Kampf abgeht. Hey. Jo, als erstes haben wir hier, ich fange mal an, ne? Wir haben hier Diabetes Typ 2, unser Raichu, mit dem Life Orb. Wir spielen der Psychic, Rising Voltage, Surfer und Electric Terrain. Simpel, wir wollen immer mal Electric Terrain aufsetzen, am besten geht es hier gegen Galar Smogmog und dann einfach reinficken. Das hilft selbstverständlich am besten, haben wir Life Orb noch dazu, wir outspeeden alles außer Subelicat und Schnurgas, außer wenn wir Electric Terrain haben, auswählen wir alles. Und sind investiert, dass wir schneller sind als Rotom Frost. Und du bist dann mit dem Wahlreiser. So, ja, du hast die anders geordnet als ich. Weil Ah. bei mir war. Oh, ja, ich habe Wahlreiser als Also. zweites. Sorry. Warte, dann muss ich die. Was ist Nachwahlreiser? Kommt Tukanon. Ja. Dann kommt Chadrago. Ja. Dann kommt Zankabu. Okay, ja, dann sind wir richtig. Ich habe Okay. nur Tukanon und Chatago als ersten. Okay, Okay. jetzt müsste ich mich erinnern. Die Spezialdefensive war, glaube ich, für Smogmog, ne? Ja, also Ah, ich soll auch noch Lapis drauf machen, ne? also ich habe es halt so gemacht, dass die maximal nur 33,3% machen, ne? Dass die uns nicht, wenn wir resten, killen können. Danach, also das ist ein offensives Smogmog mit Sludge Wave. Dafür reicht Bomb. die Sludge Bomb, ja, dafür reicht die Spedef, dass der nicht mehr als 33% macht. Die Def reicht dafür, dass ein Banette nicht mehr als 33% macht, außer es trifft dreimal Gangshot, aber wir haben jetzt Leftovers und nicht mehr Mystic Water, von daher kann der von mir auch dreimal Gangshot treffen. Darf bloß nicht critten und dreimal treffen, das wäre doof. Aber ja. Ja, Red Sleep Talk hat sich angeboten hier. Surfer, wir treffen relativ viel. Was wir nicht treffen, ist Kamaloris zum Beispiel. Oder Artillerie, Kabaloras und Artillerie. und da können wir dann Toxic drauf zu kriegen, wäre ganz geil. Ja. Was nicht getoxic werden kann, ist gar Smogmog, der kriegt ziemlich viel von Surfer. Der wird, glaube ich, Two-Shot ist. Je nach Investment, ja. Na. Wir brauchen keinen Fickfett, jetzt haben wir nicht wegen Tornado zu Fickfett! kaufen. Ja, Fickfett! Fickfett. Sondern Oblivious, falls sie uns taunten wollen oder so ein Müll. Oder Anziehung. Ja moin. Geil! Ja, weiter geht's. Mehr Jo, gibt's nicht zu. Oliver Toucan. Und ja, das ist quasi das Set, was Tabasco und Mikkel letzte Woche gespielt haben, ersten Spieltag. Ja, Aber. als Investment ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Bisschen anders, aber es ist halt Specs Toucan und es ist halt Quali des SML-Schwalbers, der böllert halt wie Scheiße. Ja, genau. Da muss er sich nicht viel zusammen hitten, damit so ziemlich alles im gegnerischen Team. Ich glaube, gibt es nichts, was da irgendwie gut reinkommt. In einen von den Also, Moves und ja. wir sind, glaube ich, schneller als Aggron, Max Speed. Ja. Kann gut sein. Ich habe es ja gebaut. Es ist Ja. schneller als Max Speed Aggron, wenn er jetzt nicht Scarf sind. Also, die haben Jo. den letzte Season, letzte Season, letzten Spieltag Scarf gespielt. Von daher müssen wir da aufpassen. Ja. Jo. Dann Jadigon ist so ein bisschen so ein. Nein, er soll ein bisschen Chip verteilen mit Rocky Helmet, Rough Skin. Er nimmt hundertprozentig einen Hit von Stolos, Adamant, Choice Band, Head Smash, macht 99,7%. Super Power, um den rauszunehmen. Ich fand Super Power in dem Matchup besser als Erdbeben, weil wir leider halt durch Rough Skin kein Moldbreaker spielen können. Dann treffen wir sowas wie das Smogmog nicht, wenn das Schwebe hat oder. Das treffen ja mit Super Power nicht, aber ja. Glare Roar, Dragonclaw. Ja, so ein bisschen, ne? Glare können wir ein bisschen ein paar was abstauben, Dragonclaw und so, Attacking Move zur Wahl. Und Roar, wenn jetzt zum Beispiel Rocks liegen, dass wir da ein bisschen rumpivoten können, die richtig ein bisschen rumnerven, Rocks schaden, etc. Jo. Dann die Sandburg! Ja! Also, wir haben die Sandburg dabei mit. Der
ist unser so ziemlich einziges Mal, was wirklich zu 100, also was auch in Bandit Stolos reinkommt und da auch sich hochheilen kann. In Heavy Slam macht er das nicht, aber da können wir dann das Schadrago reinwechseln. Kann ich trotzdem hochheilen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nur 15 Hindert, ne? Egal. Easy. Take mal weg. Auf jeden Fall, der soll auch ein bisschen Rocks legen, ein bisschen rumtoxen. Physisch fängt der ja allgemein recht viel ab. Der kann natürlich immer Maschok ein bisschen abfangen oder Sandama vor allem. Oder Schnurrgast. Ja, der ist halt mies bulky auf der physischen Seite. Jo, und dann machst du jetzt noch den letzten mit dem besten Namen immer noch. Mount Tanner Black. Genau, ja. Da haben wir uns ein bisschen was überlegt, weil mit Iron Defense ist relativ cool und Body Press in dem Matchup, da können wir ziemlich viel Schaden anrichten. Burn-Up haben wir dabei, um unseren eigenen Fire-Type zu verlieren, weil dann können wir auch gegen sowas wie Papaloris mal einen Hit nehmen und Stolos kann uns nicht mal one-hitten. Ja, und Stolos können wir dann im Return one-hitten. Ich habe noch kurz nachgedacht, wenn die uns irgendwie mit einer Feuerattacke oder wenn Kapaloris uns dann, wenn wir unseren Typ verloren haben und Kapaloris greift uns mit einer Wasserattacke an, dann könnten wir ja theoretisch doch Steam Engine spielen, dann sind wir auf 6 und dann sind wir auch schneller als die anderen. Aber wir können es auch lassen. Ich würde es auch lassen, irgendwie. Okay. Ich finde ja, Flame Buddy sicher ganz geil, weil da sind ein paar Sachen drin, die haben ja U-Turn oder so. Wir können dann so immer einen Hit nehmen von den meisten Sachen, das ist ganz cool. Wir können halt richtig so krank in Marichalid reinholen, ne? Ja. Der kommt so krank in Marichalid rein. Jo, und hast du den Namen schon von denen? Hast du die gleich entscheiden können hier? Schaust du gleich, okay. Ich chill dir jetzt National Dex AG. Ja. Und dann hätten wir Challenge. Schau mal. Schreib dir mal noch. Ist raus. Ach nee, haben's schon angenommen. Okay. Also Stolz ist dabei, Martin ist dabei, aber wer ist nicht dabei? Oder Frost ist nicht dabei. Oh, das ist sehr gut, stimmt. Kapaloris ist nicht dabei. Ja, Whiteface, ich hatte gestern noch einen Mon, bei dem ich irgendwie ein bisschen Schiss hatte, weil wir da nicht sonderlich hier reinkommen. Kapaloris, das meine ich gerade. Kapaloris ist sehr gut für uns, das nicht dabei. Tortonator ist nicht dabei, Schnurrgast nicht dabei, Banette ist dabei, Octillery nicht. Ich würde letztlich mit Montana Black reingehen. Ich rieche mein Lied. Wir könnten auch. Fuck. Was kommt jetzt? Wir könnten. Oh. Ich geh raus. Okay, ja, passt. Same. Okay, dann dürfen wir nochmal kurz warten. Hoffe, dass Kapaloris diesmal auch nicht dabei ist. Jetzt baue ich noch, das noch so kurz rein, ne? Ich hab mich schon gewundert. Ah, dann was hast du denn heute zum Mittagessen? Sauerkrautsuppe mit Kartoffeln, Fleisch. Fett. Sehr fett. Ich hatte Leberkäse mit Bratensoße und Kartoffelpüree. Der gute. Röstzwiebeln? Ja, natürlich sehr viel Röstzwiebeln. Röstzwiebeln sind halt absolut Liebe so. Und in der SMA wären wir auch nicht dabei, wenn wir Zwiebeln nicht mögen würden, ne? Lol. Achso, ich muss den Custom Game mal ausbauen. Ey, bauen die jetzt wieder das Team um oder was? Absolut. Ja, irgendwie soll ich den Custom Game herausfordern.
Danke. Megas haben wir ja nicht, von daher. Na. Brauchen wir jetzt einen Custom-Idee? Custom Weil Game, ich ja. spielen vielleicht Battle. Ne, bei Battle Pass ist ja nicht verboten. Was denn, was im Custom Game jetzt groß anders als Keine Ahnung. Okay, das sieht schon anders aus. Ja. Wir haben kein Stability dabei. Ist auch richtig gut so. Vor allem, oh, ey, das Team ist halt legit richtig geil für Raichu. Das ist für Raichu richtig gutes Team. Auch wenn Rotom da ein bisschen stört, aber. Sind damals auch noch mit dabei. Ja, aber eben, wenn Salamander keine EV hat, dann geht Raichu da massivst durch. Was ist nicht dabei? Mach ich doch mal weiter, die ist dabei. Ja. Ich würde trotzdem wieder mit Kairos da reingehen, theoretisch. Aber jetzt ist Bandit nicht dabei. Gut. Was Good soll mit dem luck, Toucan have rein? fun. Krank. Was soll man jetzt mit dem Toucan reingehen? Ich würde gerne noch nicht, wenn die mit Marita leaden, würde ich gerne noch nicht revealen, was wir sind. Das Problem ist, wenn die halt mit Kavaloris anfangen, verlieren wir den Mon, wenn wir Ja. mit Dix anfangen. So, müssen wir eigentlich hier mit Raichu rein, ne? Eigentlich müssen wir Raichu leaden, ja. Aber Sandama Lied ist halt ein Ding. Ja, wir meinten sonst alles eigentlich einen Switch, den wir machen können. Aber in Kavaloris halt nicht. Also, wir müssen eigentlich in Kavaloris Lead preserven. Meine, wir könnten auch mit Toucanen. Ja, stimmt, wir können mit Tukan an. Oh, Aber weil. ich guck mal, wie viel das macht. Also Ice Beam kann uns, wenn die Modest Life Orbs sind, kann das uns sogar killen. Aber zu einer 25% Chance. Okay. Wollen wir Tukan an rein? Ich würde mit Raichu anfangen. Okay. Let's go. Rotom Frost. So, können wir ja mal gucken, ob der Scarf ist, sondern wir aufpassen von dem Shadow Ball. Macht Dings nicht mehr? Blizzard? Stimmt eigentlich, ja. Wobei, ja. Rotom Frost, Nee, wait, Jolla. wait. Shadow Ball hat 80 oder 90 Stärke? 80, oder? 80. Okay, dann ist Blizzard stärker. Aber nur minimal. Na, genug machen die nicht. Aber das ist halt, wenn wir mit Life Orb ein bisschen blöd, ne? Ha. Frag mich, ob sie da den Schaden nehmen. Wir sind schneller. Also, eigentlich würde ich mal Psychokinese drücken. Okay, lass machen. Oh, bitte, okay. Also. Okay, Kalkma. 19, ne? Ja, 18,9 waren's. Sieht's bitte einfach aus. Okay. Sollen wir mal direkt in den Kolosse? Moment, kleiner Moment. Könnt mir vorstellen, die U-Turn. Ja, das ist vielleicht Flame Ball auf den Hof bekommen, aber dann wäre Kapadoris drin, das ist ein bisschen kacke. Aber wenn er jetzt irgendwie Webs legen, dann ist ja auch scheiße. Wie viel machen wir mit Rising Voltage, wenn der jetzt hier drin bleibt? Also wenn wir jetzt Electric machen und der drin bleibt, nach mit Rising Voltage, wie machen wir Ich dann? muss erst, ich muss erst noch mal kurz hier schauen. Ja, das sieht mir sehr, sieht fast aus, wie wenn die Max-Bedeath sind. Also Ja. wenn die, wir machen im Electric Terrain 67 bis 79. Okay. Eine Jutta macht uns aber wahrscheinlich auch jetzt nicht so wenig. Oder ein Bugbus.
wenn Utah macht uns nicht so viel. Sollen wir in den Toucan gehen? Dann können sie nicht in den Kapaloris gehen, theoretisch. Wenn die jetzt U-Turn. Und dann mal Heatwaven. Jetzt schon wieder die Frage, ne? Ich würde einen Tukan gehen, oder was siehst du jetzt so? Könnten wir machen, theoretisch. Killt er unter Dradigan durch Ludicolo. Ja, leider ist der ein ziemliches Problem. Nee, tut er nicht. Okay. Also ich würde Drad gehen, tatsächlich. Na, lieber Drad als Tukanon. Ja, der ist halt schneller als wir, ne? Der ist halt schneller als unser Tukanon, theoretisch. Ja, aber wenn er eh speziell defensiv ist, wird er uns nicht so viel machen. Mit Heatwave killen wir ihn wahrscheinlich, oder? Ich meine das Ludicolo. Der kann ja ein paar Icebeam drücken, wenn die live sind. Okay, dann lass halt Drad. Ja. Mama, kannst du mich abholen? So. Ha. Reflect. Aber was wollen sie denn da jetzt tun? Vielleicht schwer mit Luke. Ich wärme theoretisch Raw, also Setup können wir auf jeden Fall schon mal verhindern. Sollen wir einmal klären? Wollen wir, ich wollte gerade sagen, wir könnten einmal klären, theoretisch. Ja. Stell dir mal vorstellen, die bleiben jetzt hier drin, weil die den Dings haben. Sieht mir ganz nah aus, dass der Lightplay hat. Oder sind noch Boots? Eins und beiden. Ja. Also werden wir herausfinden. Na, blöd wäre jetzt, wenn die halt in Rotom gehen, ne? Jetzt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit einem Feuer-Move oder so rechnen, werden die wahrscheinlich in Rotom gehen. Ja, kann sein. Na, ja, komm, wir drücken Claire, oder? Hab schon. Doxen kann er natürlich. Wenn der U-Turn wäre, sick. Ja. Oh, das ist so gut. Oh, das ist ein Chip. Okay, der kommt nicht mehr an unsere Reitsche rein. Ja. Das ist sehr gut. Das nächste Mal, wenn jetzt zum Beispiel Dings drin ist, Galar Weezing, und wir können in Raichu reingehen und der kommt auf irgendwas rein, dann kriegen wir einen Kill. Ja. Definitiv. Würde ich jetzt sagen. Und das Ding kommt, okay? Ha. Ich kann jetzt hier vorstellen, dass die Rocks kommen. Sag, es ist kein Lichtschild raus. Du meinst, du würdest Tukanon gehen? Absolut nicht. Das war absolut nicht die Intention gerade. Absolut nicht. Ich hätte Bock auf den Tukan jetzt. Guck mal. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Namen Sens Laura. Warum eigentlich? Was? Warum eigentlich? Ich find den Namen mies behindert, da ich irgendwie ganz geil. Ist das ein Pun? Ein Hidden Pun? Laura? Nee, aber mit diesem Sense/Sense Laura. Also mit dieses LA dahinter. Das ist einfach. LOL. Lass mich das lustig finden. Wir können, also. Meine Optionen wären jetzt entweder Sandygast, Walrein oder Tukanon, weil die haben halt auch keine Resistance gegen Wasser, ne? Doch, die haben eine. Ich bin Tukanon. Tukanon? Ja. Wenn er uns talks, ist nicht so schlimm.
Ja. Alles blöd wäre jetzt irgendwie eine Story oder so, das würde gegen Chalago eigentlich nicht machen. Der wird auch nicht Rapid Spin drücken oder so. Das wäre Nee, komm. irgendwie. Das wäre irgendwie Nehmen wir wack. ihn, ja. Ich will jetzt Heatwaven. Also ich. Oder mal lieber Boomburst, wenn wir ihn safe raus haben. Er hat schon mal keine AV. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Kill von Raichu. Ja. Also ich würde entweder Heatwaven oder U-Turn, eins von beiden. Heatwave. Ich sehe gerade zu sehr, dass jetzt irgendwie sowas wie Akron reinkommt oder so. Ja, vielleicht denken sie auch, wir sind physisch. Und Wollen denken, ja, den Ripbreaken. Bullet, den Bullet zieht, den drückt, bringen wir. Ja, dann kann es auch sein, dass in Weezing gehen. Ja, das kann auch sein. Also willst du Heatwave drücken? Ja. Wir sind Choice Specs Sheer Force Heatwave. Ja. I mean, ich glaube, Meritelit, der died einfach jetzt, auch Ja. wenn der SPF ist. Wird er safe? Wird er safe? Nö, safe nicht. Hm. Ah ne, warte mal, das sind Ludikon drin. Kalken kann ich. Fast. Wir schauen 252. Das ist 52%. Ja. 55 Min, der died. Okay, let's go Heatwave, oder? Bitte bleib nicht drin und drück Edge, bitte. Tu uns den Gefallen. Mach den nicht, Bruder. Bruder, mach nicht diese. Oh, no joke, der hat mal keine Resistance gegen Feuer, ne? Ja. Hey, Hold Ben, up. oh. Nein, nein, wir Ich wäre voll, wenn sie aus die Pyro oder sowas. Alter, holy fuck. Wäre ein etwas offensiver Fireteam als Monte Carlo, auch wenn Monte Carlo echt geil ist, aber wir haben den aktuellen Feuer-Move, den wir nur einmal drücken können. Okay, die haben keine Rocks auf Ekron damit. Wahrscheinlich entweder hier auch auf dem Rapid Spin oder sie haben die Fog auf Smogmog oder auf Ja. Rotom. Ich Rotom tendiere ist auch ja bei vorhin mir. so. Rotom ist ja vorhin so aus Dinger raus aus Reich. Ich kann mir vorstellen, dass der wahrscheinlich dann die Boots hat. Und nicht gescarft ist. Ja. Dass der ja ein bisschen Naja, Pivot-mäßig unterwegs wenn ist. die Scarf wären, dann hätten die einfach U-Turn gedrückt. So, I mean, haben die Angst vor unserem Sankabu? Eben. Ah ja. Und zwei. Okay, sehr nice. Okay, es died was. Oder in der nächsten Runde. Irgendwas holen wir jetzt. Irgendwas holen wir jetzt weg, oder? Nochmal? Wahrscheinlich den. Wahrscheinlich den. Ja. Problem ist, Rocks und einmal Spikes mag ich nicht. Die gehen dann halt in Ludicolo danach wahrscheinlich. Oder in Rotom. Und drücken halt U-Turn. U-Turn werden sie mit Rotom nicht drücken, eher V-Switch. Volt Switch. Ja, aber wenn wir jetzt rausgehen, dann legt ihr nochmal eine Runde Spikes und die kriegen wir eh nicht weggespinnt. Aber gegen den. Sind wir schneller als der, wenn er gepaart ist? Kann sehr gut sein, der ist halbiert. 166 durch 2, 80, 83. Ja, da sind wir schneller. Komm, 96. Nee, ich würde Heatwave nochmal drücken. Okay. Hoffentlich müssen wir nicht. Den Kill nehme ich mit. Nach meiner NPVA-Season wäre es auch nicht unwahrscheinlich. Ja. Boah, stell dir mal vor, wir hätten Boomburst gedrückt. Der wäre einfach gestorben. Ja. Und da wäre auch nichts reinkommen und wieder nach wahrscheinlich dann Rotom oder so. Wo
Problem von dem Rotom ist halt, wenn der gescoutet, weil ich jetzt weiterhin nicht unbedingt glaube, müssen sie sich halt immer entscheiden, ob sie lieber einen Useless Move gegen Monte Carlo oder einen Useless Move gegen Zankabu haben wollen, ne? Wenn wir Chip auf Rotom kriegen, dann haben wir eigentlich, wenn, haben wir eigentlich gewonnen, wenn wir mit das Electric Terrain rauskriegen. Ja. Außer jetzt, weil Akon hat keine Akon hat ja keine Dort hat Sturdy theoretisch. Okay. Die heben die Sensation auch auf. Also kann sehr gut sein, dass der die Removal von denen hat. So, wie spielen wir das jetzt? Investment hat er auf jeden Fall ein bisschen. Ja, kann gut sein wegen Speed und sowas. Also wegen Speed Crit und sowas. Der kann uns halt nur killen, wenn er Life Orb oder Choice Based. Ja, wenn er jetzt halt Rain Danced und dann machen solche, muss der Heatwave halt nichts mehr. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt. Eigentlich würde ich nochmal Heatwave. Okay, let's go. Ich will eigentlich nichts reinwechseln. Willst du was? Nee. Nein, das ist ja die Sache. That's the problem. Nee, wir müssen nochmal Heatwave. Okay, die haben. Oh, wir sind schneller. Ja, und der Raindance kommt. Jo. Aber sollen wir mal Heatwave und den killen wir ihn vielleicht, ne? Euer Hydro Pump kann uns halt killen, ne? Ja, aber wie gesagt. Und eine Life Orb. Die haben halt nicht so viel Speed, ne? Ja. Die haben halt kaum Speed. Weil die sonst normalerweise sind die schneller. Ja. Ohne Life Orb, dann killen die uns. Im Regen nicht. Wie viel macht Giga Drain gegen Valreiser? Aber der kommt auf Rocks rein, scheiße. Ah, die Rocks sind halt echt kacke. Weil sonst können wir jetzt theoretisch irgendwie in Valreiser gehen. Eine Turn. 60 bis 71. Ja, aber eben mit Rocks ist halt kacke. Weil wir werden wahrscheinlich jetzt in. Wenn wir jetzt in Valreiser gehen, wir kriegen Rock Damage, gehen auf 75, kriegen dann noch Spikes Damage, gehen auf 67 runter. Kriegen. Nee, eigentlich. Ich würde nochmal Heatwave drücken. Jetzt, okay. Wir können halt nichts anderes jetzt machen. Ja, Ice Beam. Tanken wir, sehr gut. Kein Freeze, danke. Nice. Tschüss. Oh mein Gott. Okay, ja. Oh, Alter, jetzt Raichu. Der hat uns gerade noch einen Regen gegeben, by the way, für das Overfall-Spiel. Ja. Du musst halt immer mal spinnen mit Monte Carlo, ne? Ja. Kommt drauf an, wenn sie jetzt in mal schauen, was sie jetzt reingehen. Rotom. Denkst du, die. Sollen wir den Ball sie auf Zankabu machen oder nicht? Ich wollte sagen, also. Wenn die drücken doch, kannst du mir nicht erzählen, dass sie jetzt Blizzard drücken, oder? Sache ist halt, ich will an deren Stelle, also an, ich finde Wurzwitsch, also Sache, ich wüsste halt an deren Stelle eh nicht, weil ich halt drücken wollte, ob ich ja Blizzard drücken wollte. Das ist eben die Sache. Würde halt nicht Blizzard drücken, weil, ja. Ne, das kann halt missen. Eben. Ich würde halt Safety Elektro-Attacke drücken. Ja, same. Komm, wir gehen in Zankabu, oder? Let's go, Jung! Zankabu, du Legende! Und jetzt in Mont. Jetzt gehen wir in Monte Carlo. Ja. Oh, Zankabu, du Legende. Dann sehen wir jetzt trotzdem, ob die Scarf sind oder so. Ja, eben. Das ist jetzt das Geile. Und der Reflect ist weg. Okay, das war gerade sehr geil. Ich habe gerade
Ich fühle gerade sehr viel hier. Fühlt sehr viel. Ich fühle einfach alles gerade. Oh, bitte, okay. Wie Ist lange noch ist. besser. Ja? Ja, jetzt bin ich in der Runde. Dann soll er nachher mal Iron defensen? Kümmer. Du Jetzt hast noch. aber erstmal Spin. Jetzt kommst du die Spiele so randomst einfach die HP Water. Dann haben wir gewonnen. Geil. Alter, ich war froh, dass das dieses Dings nicht irgendwie Ah, leiser war der. oder Ah, das so. sieht nach Scarf aus. Was? Das Rote. Denkst du? Der ist ja an einem Wurzelschild raus. Ja, der hat eigentlich gar nichts zu befürchten von unserem Sandy Guest. Außer jetzt irgendwie Stein kann, aber die macht ihm halt nichts in dem Reflektor. Boah, nee, der Reflektor war ja gerade weg. Ja, aber Ja. der ist wahrscheinlich jetzt gescarft. Okay. Würde ich jetzt zumindest tippen. Also, wir haben kein Proof, aber wir können damit im Hinterkopf behalten. Aber sie sind halt rausgegangen gegen unser Raichu direkt, ne? Na. Und statt Vielleicht den Wurzelschild. dachten sie, dass wir irgendwie Scarf und Focus Blast sind, wie ich es eigentlich ursprünglich auch überlegt habe. So, mal schauen, was sie jetzt tun. Vielleicht drücken sie ja wieder U-Turn und holen sich unseren Burn ab. Den würde ich nehmen. Oh ja, Flame Buddy würde ich jetzt mega fühlen. Und wenn jetzt Sandama danach reinkommt, dann drücke ich auf dem einfach Burn ab. Straight. Ja, same. Okay, wait, machen wir nicht mit Buddy, aber wahrscheinlich nicht so, oder? Was? Ich habe wegen Buddy Press, aber wahrscheinlich nicht genug machen. Nee. Ich kann ja mal gucken, aber wir haben ja keine Informationen über den. Ich weiß Ja. nur, dass der. Wir wissen nur, dass er von Heatwave ein bisschen was gefressen hat. Hast du Heatwave Damage mal gekalkt? So, ist es der ganze Schaden hier? Ja, ja. Die 67? Ja. Ist ja gar Damage von Tuganon Zwei, gewesen. zwei, 72 hat er gemacht. Ja. Hat er den Fließsägung oder? 72, Ja. das sieht für mich einfach Full KP aus. Ja, das ist Okay. Full KP. Und nicht in die Spedef investiert. Okay, also kann sein, dass der Fistef ist. Dann schon eher Burn-Up. Die überlegen, ne? Finde schön, dass Tuganon schon mehr gemacht hat als letzte Woche. Halt ab, bis hier mal Chat los. Sieht eigentlich nicht bad aus bis jetzt, würde ich sagen. Was sagst du? Also ich Die fühle das Kamera. Ganze bisher. So, wegen Spin raus. Regen ist weg. Sollen wir Burn-Uppen? Ich würde mal Iron Defense drücken, oder? Ja, kann man machen. Wobei es ist ja jetzt gegen das Orbital nicht so unfassbar viel bringt. Ja, Aber. aber der kann uns ja nichts. Ja. Außer Body Press. Ja, aber wir können ja einen Defense. Ja, eben. Lightscreen. Okay. Boah. Nochmal. Ist ja wahrscheinlich der Reflekt rauskommen, das ist halt die Sache. Ja, aber I mean, ich guck mal, wie die sind. Orbital ist ziemlich sicher maximal Spedef. Orbital. Also sehr Spedef. Ich habe hier nichts in KP und jetzt in Full KP. Okay, wir schauen mal, wie viel macht denn Colossal plus 6. Ja gut, wir machen dem halt gar nichts. Also bei Pass auf plus 6 macht dem auch ohne Reflektor nichts, oder wie? Ja, dann willst du mal raten, wie viel der auf plus 6 macht? Ohne Reflektor? Ja. 20? Ja, 19 bis 22. Boah, stark. Ja, bis der warm ist, dann die Screens wechseln, der wird sich wahrscheinlich eh verpissen. Weil er uns ja eh nichts macht. Ja. Heißt aber nochmal Iron Defense, würde ich sagen. Okay. Oder? Ja.
Wenn er Stolos reinkommt, dann drücken wir ihm Body Press in die Fresse, weil er uns eh nichts Genau. macht. Gegen Also Smogmo. der macht ein bisschen mal, macht er uns schon noch. Also der hat Ja. auf plus 2 mit Adamant Head Smash macht er uns 80%. Und jetzt sind wir ja schon plus 4. Ja, also wenn wir am Ende dann verdoppelt sind, er macht uns noch 40. Wollen wir jetzt nochmal Rapid Spin drücken oder so? Vielleicht, dass wir dann noch, dann sind wir ja auch schneller als Stollers eventuell. Was stimmt, Leute. Mensch, werd ich irgendwie geil gerade. Sollen wir? Sache ist, wir können nur einmal Ja. Burn-Uppen, ne? Guck mal, der hat halt legit U-Turn zum Angreifen. Ja. Der kann uns halt nichts machen. Da gewinnen wir ja sogar Ja. mit Body Press. Ja, schon Komm, irgendwie so ein bisschen. wir drücken nochmal Rapid Spin. Hol den Burn, Ja, ja. geil. Montana Black, aber die Legende. Sandslash, okay, ja. Gib ihm Body Press. Ja, einfach Burn-Uppen gegen den, oder? Wait, Ich lass würde. Burn-Uppen, macht ja auch Hand Smash von Akron nicht mehr so viel. Oder? Ja. Let's go for the Burn-Up. Fertig. Fuck. Oh, ist nicht so schlimm. Oh. Ist ja So. nix. Body Press. Das ist ja nix. Ja, gut, wir sind auf plus 4 und haben einen kleinen Vierfachschädel mehr. Ich muss auch sagen, 60% sind dafür, dass wir halt kein speziell offensives Investment haben, eigentlich echt ordentlicher Damage so. Also wenn du sein Lichtschild ignorierst. Ja gut, wir hätten 60% Ich Damage sag gemacht, ja, das war aber. echt guter Schaden so. Mein ich ja gerade. Safe Call, nächstes Mal mal die Session mit Akron. Der kann aber kein Burn-Up. Ja, aber der kann Rock Polish und Iron Defense. Das Ding ist, jetzt ist das Orbital geburnt. Jetzt kann der uns ja auch nichts mehr. Also der verliert jetzt noch mehr. Kein Recap, aber das Stall Battle gewinnen war halt eigentlich theoretisch. Hey! Süß. Damage, Jungs! So, das Ding ist, was können die denn uns tun? Vermutlich mehr als wir den. Ja, richtig, aber I mean, Vor allem die heilen uns mit Damage weg mit Black Sludge. warte mal, die haben Neutralizing Gas. Ja. Wieder jetzt. Ganz ehrlich, ich würde noch mal Iron Defense drücken, einfach nur zu sehen, was der macht. Okay, kann man machen. Ja. Ne? Ja, Guter so. alte Wille. Guter alte Will-O-Wisp. Ja, hätte Bernd Plan. Kann man. Wir hätten jetzt Flashfire gespielt, ne? Das Ding ist, wir haben jetzt gerade den 6% gemacht, jetzt machen wir wahrscheinlich 9. Und Hm. wenn wir Refactor wechseln, machen wir sogar schon 18. Wir könnten aber jetzt auch theoretisch in Raichu raus und Lady Terrain legen, ne? Ich will aber erst raus, wenn der Lichtschild in der Runde dann weggeht. Weil dann Okay. könnten die sich noch denken, ja, der Lichtschild ist noch da. Okay, ja. Ne? Okay. Damage! Alter, 7%, Sludgebomb. Aua. Siehst du? Damage. Ja, Damage. So. Sie starren einander an. Wollen Stell wir. vor, wir hätten jetzt irgendwie so Heavy Slam oder sowas. Sollen wir jetzt einen Raichu? Na, wenn der uns jetzt halt Dings, ne? Ja. Sludgebomb macht halt schon Schaden. Wir könnten in Velrain gehen. Weil die haben halt Rein. auch. Ja. Nochmal maken. Ja, stimmt, wir können es eigentlich immer Clean Server drücken. Jo. Fühle ich. Let's go. Ja, mach.
Und Surfer. Außer aber Toxin erstmal direkt. Wenn ich mir vorstelle, ist jetzt direkt irgendwie. Nee, ist ja noch besser. Jetzt müssen wir ja eigentlich ja gar nicht mehr dingsen. Ja, hey, sollen wir jetzt Toxin oder Surfen? Einfach. Nö, ich würde einfach mal Surfer drücken. Mal gucken, was sie machen. Der Pfannenwendler. Der Gute. Orbite, den Toxin. Oh, ich kann ja nicht mal Toxin, ich bin behindert. So. Wollen wir in Sankapu gehen und Rocks legen? Ja, bin ich dabei. Wir können halt gerade eigentlich, weil der macht uns halt nichts und wir können eigentlich derzeit irgendwie die Monster von den Mega rausforcen. Ja. Sandy Guest, ja! Ich liebe den Jungen. Das ist mein Boy. Rocks! Steph Rocks. Er hat was gemacht, ja! Er hat schon mal was gemacht, er hat den Miesfisch abgefangen. Legende einfach. Hm. Warum haben wir dich eigentlich shiny gemacht? Keine Ahnung. Müssen wir übrigens mal wissen, wie lange die Aufnahme schon wieder geht? Lange bestimmt. 41 Minuten. Und. SML-Kämpfe, ja! Ein Mon tot. Geil. Aber Sandama ist auch quasi tot, so, ne? Ja. Okay. Okay. Scorching. Sofort. Oder? Ja. I mean. Ben! 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 Wie viel Damage war das gerade, bitte? Ui. Alter, Sandy Guest! Aber normal, oder? Ja. Ja, hätte auch so nicht gereicht. Alter, wie viel Damage war das gerade bitte? Das war hinter dem Lightscreen. Ja, war ja vierfach sehr wichtig. Ja, trotzdem. Das ist ein Sandy Guess. Ohne Investment. Ja, gut, ja. Das ist Nolan Akron. Na gut. Der war wahrscheinlich komplett offensiv. Kann auch sein, dass wir minus Schwätzerfesen haben, falls sie irgendwie mixed waren oder so. Will ich schon Beatles Boys die Spieler halt sein, als die mixed waren. Aber wir hätten ja irgendwie sehr mal auch so getankt, ne? Ja, wir hätten den auch so gelebt. Und wir hätten dann einfach. Und für den zweiten, oder. Mhm. Theoretisch hätten wir auch einfach Shadow dann gehen können und der hätte den am Recall sterben lassen. Das wär sehr lustig gewesen. Wait, kill me den? Wir sind nicht schneller, scheiße. Ja, aber der kann. Also entweder legt er jetzt noch was? Hm. Soll wir sharpen? Hä? Sollen wir sharpen? Ja, komm, lass ihn. Oder? Ja. Lass jetzt scorchen, oder? Lass jetzt scorching sense, oder? Problem ist, dass die jetzt hier wieder Zeug holen. Ich würde lieber Kolossal gehen und. Was können wir machen? Like Body Press oder wie? Ja. Ja, schön, dann kann einfach Kolossal gehen. Oh. Oder auch nicht. Dann. Ah, das ist jetzt doof, tatsächlich. Pfannenwendler? Ah, nicht. Ah, wait. Das war dumm, ja. Das habe ich zu kurz gedacht, irgendwie. Sollen wir einen Raichu und Surfer? Raichu, warte mal, wir haben noch 90% auf Raichu. Rocks sind 12 heißen wir auf 78. 12 sind 78. Ne, der killt uns mit U-Turn nicht. Wir könnten Raichu gehen, jetzt den killen, mit Surfer. Ja. Und dann, wenn
Orbital reinkommt, setzen wir Electric Terrain. Ja. Okay, let's okay, go. Lass das. Das heißt, mir ist jetzt noch ein Turn da, ne? Das ist jetzt noch ein Turn da, ja. So, sollen wir ihn direkt rausnehmen, bevor er jetzt nochmal. Aber der kann jetzt keinen Screen legen. Der kann jetzt keinen Screen legen. Wir können den nicht rauslegen, rausnehmen. Ja. Ja, wir müssen jetzt Electric Terrain setzen. Okay. Und go! Ja. Rein, Schuh, Junge! Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, müssen die anderen einfach alle sterben. Also ich glaube, dass der hier noch nicht sterben wird, leider. Hm. Aber eine Jutan leben wir noch, oder? Nach dem nächsten Life of Damage, oder? Ja. Okay. Oder doch? Okay. Tschüss. Ja, ganz ehrlich. Okay, können wir den Safe? Nö. Rotom. Ah, der muss halt Dings drücken, ne? Blizzard. Ja. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich. Oh, wait, aber Rising Voltage ist nur, wenn das Target gegroundet ist, ne? Ja, also Rising Voltage macht nur 40% gegen den. Okay, Psychic, wie viel macht die? Die macht 66 bis 78, wenn der kein KP-Investment hat. Wir könnten den vielleicht killen. Also Psychic. Aber, nee, ich würde, der muss ja jetzt Dings drücken. Blizzard. Ja. Soll er einfach Fallenwendler anrennen? Ja, oder? Ja, können wir machen. Easy getankt. Und Surfer. Na. Oh. Wir sehen, wie viel frisst der. Stark. Ah, der Pfannenwender. Nochmal Surfer. Schon, oder? Oder? Oh, der kann uns nicht killen, wir können danach. Nee, Sache ist gerade, ich überlege gerade. Weil Rote muss ich ja auf dem Besatzgrafen, ja. Oder ja, auf den Elektromove. Da muss ich ja auf. Auf einen Fall in Mai muss ich ins Grafen, ja. Sagen Sankabu lebt muss auf dem Blizzard, ja. Rest. Ja. Jetzt können wir auch wieder resten. Ja, jetzt aber Steep Fox Spam. Yay. Mann, Pfannenwendler, machen Sie nicht diesen. Fick ihn! Bleiben Sie an. Wer weiter pennen, Legende. Das ist einfach wir. Das ist einfach wir. Ja. Ja, Surfer. Let's go! Sollen wir einfach nochmal Surfer? Ja, ich bringe nochmal Surfer. Ja. Und ich spiele jetzt nicht auf Differenz, wir nehmen das 4-0. Ja. Eben. Also ich lasse den jetzt hier drin drück so. Ja, easy getankt. Ein Eiser! Und zweiter Win, Alter. Wait, wir sind bisher nicht mit zwei Wins reingestartet, oder? Ja, letzte Season haben wir, glaube ich, zwei Date wieder mies verloren. Dann nehmen wir auch das 5-0. Ja. Nee, ja, letzte Season haben wir im zweiten Spieltag verloren. Ja, wir haben eben. Den ersten gewonnen. Ja, aber den ersten halt dann massivst. Ja, weil Choice Specs, okay. Interesting. Ja, der war gar nicht scarf, okay. Ja. Ja gut, der hat halt nie was getroffen, ne? Hm. Sandy Guest. Ja, Sandy ist einfach zu OP, ne? Aber ich würde mir sagen, Lolle, das war Spieltag 2 SML hier.
mit dem wetten Mann hier im Voice-Chat. Ich liebe ihn. Und bis nächste Woche SML. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.